Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Chase by Darkness. Da gab es nämlich ein Update, Origins. Wir spielen heute das Hospital. Falls ihr euch erinnert, ich habe das damals auch schon mit Hanno gespielt und heute ist Maxify, Keystor und Sterzig dabei und wir starten einmal. Ich habe Bock, über Daumen nach oben, aber würde ich mich sehr freuen. Unten in der Beschreibung sind alle verlinkt. Sommer. Das Beste. Leute, endlich zocken. Kein Sonnenbrand. Geil. Um auszusehen wie ein Vampir, ist es eigentlich ideal, wenn man sich komplett halt verhüllt. Und wenn man kein Statement setzen will, ist so eine Militärausrüstung richtig gut. Stimmt. Okay, wir suchen jetzt Stuff, oder wie? Genau, aber einfach? Was? Da steht, holen Sie sich den Code im Radio Room, öffnen Sie den Safe. Also eigentlich steht im Prinzip dran, was wir tun müssen. Aber hier ist was. Hier ist eine Info, und zwar steht hier drauf, Sie bewegen sich, wenn du sie nicht ansiehst. Oh, das ist ja eklig. Umdrehen. Auf M können wir Notizen sehen. Und auf M haben wir auch eine Karte und da sieht man, wie das alles gesperrt ist. Und ach ja. Du Scheiße. Ja, wir müssen dann jetzt als erstes zum Radio Room, die 9. Ja. Die ja. ist ganz am anderen Ende. Also da gehen wir jetzt erstmal hin. Oh, ja, guck mal, hier ist Munition. Habe ich auch schon gefunden, aber ich habe meine Waffe nicht, die ich eigentlich ausgewählt habe. Vielleicht ist sie im Radio Room. Da ist die Lady. Was, wo? Oh, hier vorne. Hö? Oh. Macht die was? Die sieht ein bisschen aus wie Knu, ne? Mutti lächelt. Ja, ne? Hey, die sieht aus. Wirklich so. Die sieht aus. Wer lässt sich von ihr umarmen? Irgendwie? Hey, okay. Voll laut gewesen. Oh mein Gott, guck dich das an. Hat die. Ich glaube, jetzt aber erstmal wieder beruhigt. Ich glaub nicht. Ich glaub, das die ist. Junge, what the fuck? Soll ich mich wiederholen? Ja, der ist irgendwo im Knast. Wir können ihn wiederholen. Okay, also ist aber schon irgendwie gruselig. Okay, ich frag mich jetzt halt, die geht jetzt ja gerade ultra langsam. Genau, die ist jetzt ganz cool, aber die werden halt immer aggressiver. Junge, Maxi. Guck mal, da oben hängt auch noch was. Maxi einfach aus dem Nirvana. Wir können ihn wiederholen, oder wie? Was ist das da? Ich sehe Lichter. Ach du Scheiße. Kies, komm rein. Das ist einfach Dobby. Oh, wo bist du denn? Geht vorbei. Oh, die bewegen sich. Die geht vorbei. Wir gehen vorbei. Geht wieder zu. Ah ja, ich hab ihn. Ja. Guck mal, hi, Krankenbett. Ja. Also Leute, diese Viecher, die an der Wand sind, die gehen. Gnu, bitte pass auf da hinten, ne? Wisst du das? Nee. Doch. Die Viecher an der Wand, die bewegen sich, wenn du sie nicht anguckst. Ah, okay. Sterzig wird hier doppelt reingenommen, ist das widerlich. Ich hab hier höchstens. Ich seh nix. Was passiert hier denn? Alter. Ist ja, es fängt ja schon mal gut an. Ich kann da nicht hin. Die blockiert gerade den Weg. Ist ja furchtbar. Okay, sie geht zu mir in den Raum. Okay, ich bin Stark. Bitte komm nicht rein. Leute. Ja. Ihr kommt in meinen Raum. Ich bin. Oh. Ja, aber ich komme hier nicht raus. Okay, ich liege hier in so einem Krankenbett, Freunde. Ich hab sie weggelockt, ja. Aber ich geh mal rein. Ist Sterzig jetzt bei dir? Maxi? Ich liege hier auf so einem Krankenbett in irgendeinem Gang. Ich weiß nicht, wo genau. Mich hat's ja gerade komplett zerrissen. Ich hatte aber die Szene noch nicht gewechselt, deshalb die Zuschauer werden es nie sehen, wie ich gerade gestorben bin. Ich hab's aber gehört. Ja, ich auch. Also, ja. Ne? Gespürt habe ich ja. Was die Leute werden es wahrscheinlich. Ey, da ist ja ein Goblin an der Wand. Ich hab's auf Band, wie du zerrissen wirst. Sehr schön. Cool. Finden die Goblins ein? Ja, die Goblins, die bewegen sich, wenn du sie nicht anguckst. Die sehen anders aus. Hier ist noch ein anderes Goblin-Vieh. Genau. Und die springen dich an, aber du kannst dich befreien bei den Goblins. Aber mich hat dann die Frau noch zerstört. Die Frau kam dann noch dazu und dann wurde ich von beiden gesandwiched. Ich habe die jetzt gerade nach hinten gelockt. Ich würde jetzt gerne mal zu euch kommen. Hat jemand einen Pfeil, was ich wir machen müssen? Ich habe keine Ahnung. Moment, sieht man das auf der Karte, wo Sterzig ist? Das ist eine gute Frage. Ich könnte es euch auch nicht sagen gerade. Ja doch, ich bin... Ah, nein, ich glaube, die läuft mir gerade hinterher. Oh mein Gott, Hilfe! Ich bin voll stressig. Was zur Hölle? Alter, Leute. Ich bin hier in irgendeinem Gang, aber... Wo seid ihr? Er ist oben. Ich bin oben? Ja. Es gibt einen oben? Es gibt ach du Scheiße. Oben. Also, Leute. Ich will nur mal ganz kurz festhalten. Warum ist jetzt auf einmal der Puls so komisch? Was ist das? Was ich will nur mal ganz kurz festhalten. Ah, die rennt hinterher! Kies! Ich mach mir die Hose. Oh mein Gott. Und zwar auf allen Vieren. Kies! Ich weiß Kies, wohin! Ich bin oben. Ich komm hoch! Ich bring sie mit! Alles durch. Nein, bring sie für eine nicht Mucke mit! Ich weiß es nicht. Oh Gott, ja, die ist gerade im Hunting-Modus und die war dann Akku. Ich hab einen Feuerlöscher. Okay, wohin? Oh Gott, wo bist du? Maxi. Ich lebe schon wieder. Achso, ich lebe schon wieder. Ich hab Feuerlöscher gefunden. Ich hasse ich kann es nicht mehr. Ich auch nicht, ich hab auch weh. Ich bleib hier. Okay. Ich hab meine Tage. Okay, wollen wir uns kurz beruhigen? Du hast deine Tage? Ja.
Es tut weh. Okay. Okay, wollen wir ganz kurz chillen? Oh, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt immer noch in den Radio Room. Der war im Erdgeschoss ganz hinten. Ja, dann ja. Okay? Runter. Wir gehen also jetzt zusammen runter, Kies. Ja. Und gehen zum Radio Room. Wir müssen jetzt. Hier? Guck mal. Ich hab's müssen wir löschen. Gut gefunden. Oh, ist das dein. Hier ist noch eine Feuerlöscher. Was soll ich damit machen? Mach mal aus. Was soll ich damit machen? Ja. Küssen. Was ist das denn? Guck mal hier. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann nehme ich ihn hier jetzt. Ich spritz alles voll. Lass uns nach unten. Ja, wollen wir den oh, hier an der Wand, hier an der Wand, hier an der Wand. Okay, alles gut. Habt ihr noch einen Feuerlöscher? Hier, warte, ich mach mal weiter. Okay. Nein! Oh, sie hat es wieder, Maxi! Hol mal den Feuerlöscher hier, hol den Feuerlöscher hier, ich hab Angst. Oh Gott. Warum soll ich ihn holen? Weil ich hab noch was im Inventar in der Hand. So, jetzt sprüh mal. Ja, wir müssen runter. Das geht nicht. Okay. Auf M siehst du auch, wo die sind, die Leute. Ja, also wir müssen. Lass einfach hier bleiben. Wir müssen jetzt, wenn wir aus diesem Dings rauskommen, wir müssen jetzt hier rechts rum. Hier ist noch was, warte. The Extinguisher can be used against the Duchess. Wir können sie. Okay. Wir können die Tante mit einem Feuerlöscher, mit dem Feuerlöscher wegmachen. Ich habe auch einen. Okay, gut. Ihr könnt die einfach damit abmachen. Oh, hier rechts. Kann man auch hier rechts. Sollen wir vielleicht doch lieber den Invoice anmachen, weil sonst können Maxi und ich nicht reden. Das wird sonst zu chaotisch. Ich kann nicht mehr genug. Okay, lass uns düsen. Okay. Ja. Wohin? Ich weiß es nicht. Leute? Alles so laut. Ja? Hallo? Ich bin hier tot irgendwo im Gang. Ihr könnt mich auf der Karte, glaube ich, sehen. Kies ist auch tot. Ich komme da einfach der Stimme in Nähe, Bro. Ich höre dich. Hallo. Geil. Kies hat auch komplett zerrissen. Ey, du liegst hier einfach. Yo, jetzt müssen wir nur noch Kies finden. Und wir müssen immer noch in den Radio Room. Sie war jetzt hier im Erdgeschoss beim Radio Room. Okay. So ist besser. Ich habe keinen Plan, wo Kies gerade ist. Er muss halt schreien, ne? Kies, schrei! Kies ist den Gang runter. Vor Raum 20 und 19. Okay. Dann lass doch mal zusammen hin. Jo, er ist auf unserer Etage hier. Was blubbert hier denn so eklig? Maxi, kommst du? Ja. Hier an der Wand, hier an der Wand. Achso, ich bin irgendwo oben. Ja, wir sind auch oben, hallo? Kies, schrei mal eine Runde. Kies! Hallo! Kies! Kies! Ach Gott, die Kies. Yeah. Kies. Leute, guck die Viecher an. Kies! Ey, guck mal, was ich habe! Stassi, guck mal, Glu! Guck mal, was ich hier schiebe. Oh, süß! Kies, ich hab dich, Schatz. Rette mich, Gott, ich war ganz alleine. Oh! Hallo, guck mal, was ich hier habe. Guck mal, die haben. Atmet mal ein. Also, wir müssen alles besser. Wir müssen immer noch in den Raum 9. Piep, piep. So, okay, in den Raum 9. Ja, wo seid ihr? Ja, wir müssen die Treppe runter. Komm mal mit. Warte, wo geht's hier runter? Ich glaube, hier den Gang runter ist für die Treppe links. Okay. Irgendwo. Vorsicht, hier blubbern die Dudes an der Wand. Ja. Das hört sich an, als würden die mit dem Strohhalm so Blubberbläschen blubbern. Ja, ne? Jetzt wie, runter. Als würde man den Flur reinigen. Okay, wir gehen hier runter. Hier? Ja. Und dann rechts rum. Ja. Und hier vorne sollte irgendwo Raum 9 sein. Hier an der Wand hockt wieder jener. Jemand? Pass auf. Die Geräusche. Okay. Oh Gott. Ich kacke, Leute. Geil. Schick mal ein Bild davon dann. Ja, soll ich? Ja, mach mal wirklich. Also, jetzt no joke. Wäre voll witzig eigentlich. Das so, macht er. Hier drin ist es daran. Hier müssen wir das Radio finden. Hä, was hältst du denn da in der Hand, Maxi? Mein Kind. Ich hab das Radio, hä? Aber was mache ich damit? Genau. Ja, ist mein Kind. Was ist denn der Code? Stelze, guck mal, ich hab ein Kind in der Hand. Stelze, guck mal. Stelze, wir brauchen dafür einen Code. Ich glaube, sie hören mich gar nicht. Doch, hört ihr Maxi? Wir hören dich. Ja. Guck mal, was ich habe. Das Ding. Ja, du hast auch einen Körper. Oha, cool. Hey, wo habt ihr das her? Ich will auch. Oh Gott, das ist echt. Das ist echt absolut hässlich, das Vieh. Findest du? Hier schlägt das ist mein Sohn, hey! Ich liebe ihn. Hey, wieso? Leute, wir müssen irgendwie. Wir müssen irgendwie hier den Code lösen an diesem Radio, damit wir den Safe in Raum 11 öffnen können. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich alle Räume durchsuchen, um überhaupt was zu finden, oder? Guck mal, hier steht, holen Sie sich den Schlüssel aus dem Feuerschlüsselraum und öffnen Sie die Schublade aus dem verschlossenen Schubladenraum. Wir waren doch schon bei dem Schubladenraum. Aber... Ah!
Oh Gott, Kies! Oh, oh, sie hat es! Leute! Max, oh mein Gott, Max, wo läufst du hin? Hoch! Oh Gott! Du kriegst dein Kind nicht, das ist meins! Oh, wie die einfach den Kies angesprungen hat. Oben. Kies, wo bist du? Kies? Kies-Jaw. Wollen wir runtergehen? Ja, ich will nur Kies finden, der ist so gestorben. Jessica ist unter uns, ich sehe. Ja, ja, ich bin hier, ich bin hier. Die Tante ist hier, die Tante ist hier. Okay. Hallo, du kriegst dein Kind nicht. Ach okay. So, wir müssen die Körper opfern. Okay, wo muss ich den Körper opfern? Unten. Okay, cool. Okay, ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen alle Räume durchsuchen für den Code. Oh nein! Ja, also, ja? Wir müssen halt den Code. Wie kommt da? Holen Sie sich den Code im Radio Room und öffnen Sie den Safe. Das heißt, eigentlich müsste irgendwo im Radio Room, wo wir drin waren, ein Code versteckt sein. Ich weiß gerade nur nicht, wo er ist. Ich denke, es ist nicht in diesem Radio. Okay. Sondern wir müssen irgendwie den Code finden. Irgendeine Nummer. Oh mein Gott, was? Ich glaube. Sie huntet, sie huntet. Oh nein, nicht dein Ernst. Oh mein Gott! Grüße aus dem Königshaus. Hilfe! Was zur Hölle war das? Geh nach oben. Hilfe! Bei dir? Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Die Geräusche. Wo sind 20 und 12? Weißt du, wo das ist, oder laufen wir gerade random irgendwo lang? Na, ihr kommt schon mal näher, das ist schon mal gut. Ah, nee, Gnu müsste hier sein. Ja, ja, ja. Wo ist Kies? Wieso hast du immer noch dieses ekelhafte Ding da in der Hand? Okay, ich hol Kies, ich hol Kies. Okay, wir durchsuchen mal nach Codes. Da okay. Hat sie Blut. In diesem Raum hier. Ja, irgendwo. Irgendwo muss doch diesen Kack-Code geben. Sicher, dass es dieser Raum hier ist? Nee, nee, ich suche jetzt nur alles ab einfach. Ich glaube, dass sie halt schon jetzt verlangen, dass wir auch mal alles durchsuchen für den Code. Mhm. Wenn sie schon sagen, wo alles ist. Okay. Geht's wieder runter? Ja, okay, ich suche einfach alles ab. Alles. So, hier vielleicht? Hallo? Hier haben wir auch nichts gefunden. Töne hören, die das Radio macht und dadurch bekommen wir den Code. Töne vom Radio. Radio bei dir Töne? Ja, das ist halt die Frage, ob das Radio Töne macht. Wir müssen halt gucken. Weil er meinte, lange Töne sind eine 1, kurze Töne sind eine 0. Ah, okay. Dann lass runtergehen und kurz hingehen. Ich hab die Maschine gefunden, wo ihr die Monster hinlegen müsst. Oben, oder? Nee, hier bei mir. Hier, hier, hier. Lalelu, nur das Glu im Mond. Hier ist... Seid ihr noch da? Nö, dem einfach keinen Bock mehr gehabt jetzt. Die Schweine. Ich würde es aber gerne machen. Kann ich nicht irgendwo einen Körper finden? Irgendwo? Jetzt nur Munition? Hm. Ih, die verfolgen einen wirklich. Find the radio and crack the code for the safe that has a fuse. Short sounds represent 0, long sounds represent 1. Okay, ich glaube, die Jungs haben irgendwas rausgefunden. Macht einen schon sehr nervös, wenn die hier die ganze Zeit an der Wand rumhängen. Ich glaube, ich gehe. Oder hier ist ein Code. Ich geh jetzt gleich mal zu denen. Code! Nee. Oh oh, sie huntet wieder. Dann rennen wir doch gleich mal schnell in den Exit. Okay, sie hat direkt, glaube ich, schon jemand. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, ich glaube, die hier läuft mir hinterher. Oh Gott, Hilfe, es ist eklig. Ich will doch einfach nur die Treppen runter. Gleich auf der Seite sollte dann... Wo geht die Treppe?
shit! Shit, 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 shit! Jetzt kommt sie nämlich zu mir, glaube ich, ne? Dann ist sie. Oh nein, oh nein, oh nein, Hilfe! Ah! Nein! Verdammt! Ja, wenn die uns anspringen, dann weiß sie genau, wo wir sind. Hilfe! No! Es war schrecklich! Bist du tot? Ja. Liegst du in mir? Was? Echt? Du liegst hier auch? Ja! Ja! Cool! Sie hat mich einfach auf dich draufgelegt! Ey, das ist ja frech. Ja, das ist aber bequem. Ich bleib hier liegen. Ja, ich weiß, bin ja auch. Haben die anderen. Aber wie bist du denn gestorben? Die war doch bei mir. Wir waren zu dritt im Radioraum und ja, die hat den Ausgang versperrt ein bisschen und ich habe mich geopfert. Ach so. Wurde erstmal von den einen Ding angesprungen und dann von ihr. Ja, genau, weil dann kommt die nämlich direkt. Ah, oh, cool. Ah, oh, super. Ja, ich muss furzen. Ist das okay für dich? Ja, ja. Ja, okay. Okay, ich gehe noch mal ganz kurz in den Raum. Ich rette Knu. Ja, und Maxi liegt direkt bei mir. Also eigentlich unter mir. Ich glaube, du liegst. Ja, ja, doch, genau so rum. Hallo? 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 Kiesjo? Kiesi? Ich glaube, Kiesi hat uns vergessen. Ja, ich glaube auch. Ich glaub, die machen das Ding ohne uns. Ich glaube, wir sind useless für die. Ich glaube auch. Ich habe eben gekleckert. Hast du noch ein frisches T-Shirt angezogen und gekleckert? Oh, das fühle ich sehr. Hast du noch eine Decke? Eine Decke? Ja. Die liegt auf dem Boden, aber ich komme noch nicht dran. Oh Mann. Hi Leute. Ja. Na, hallo. Hallo? Hallo? Ja. Ist Sterzig bei uns drin jetzt noch? Ja, Sterzig? Ja, ich höre gerade. Ah. Hallo. Unser Held. Unser Held. Nee, Maxi, Moment, du bist. Mal. Ich hab doch. Ach, wir sind nebeneinander gewesen. Ach, okay. Witzig. Oh, Scheiße. Also. Ja. Ja, wo warst du denn? Der Code ist wirklich 1000. Okay. Zumindest okay. Hat das Radio gesagt. Okay. Aber der Safe lässt sich nicht mit 1000 öffnen. Stattdessen steht aber da links neben an dem Safe eine kleine. Ja? Ja, hier steht jetzt zum Beispiel, dass das 1000 eine 8 bedeutet. Wenn ich aber 8 eingebe, bringt. Also, wenn ich aber eine 8 eingebe, bringt das gar nichts. Vielleicht gibt es da noch viel mehr. Ich gehe mal zum Radio und höre mir das mal an. Ja. Ich habe halt bis jetzt nur mal die 8 des 1000 gehört. Ein langer Ton und drei kurze. Okay. Hm. Gibt es mehrere Radios? Dann das ist halt die Frage. Dann müsste es noch 3 geben, wahrscheinlich. Nee, also eigentlich steht ja links an der Seite nur, holen Sie sich den Code im Radio Room mit einer 9 und öffnen Sie den Safe. Mehr ist es ja nicht. Hm. Es sind mehrere, du musst länger dranbleiben. Was war der Code? Ah! Hä? Weißt du's? Okay. Sag nochmal. Moment, ich hör's mir jetzt mal an. Aber der labert schon wieder. Long sounds represent one. Oh Gott, was war das? Oh Gott. Ich stand nämlich in der Tür, ich hab nach oben geguckt und diese Blubberding ist genau über meinem Kopf gewesen. Ich hab mich nicht los gemacht. Okay, wollen wir ein kleines YouTube-Format drehen? Du isst einfach jede einzelne Tablette in diesem Raum. Und ich find, oh, das wäre voll cool, aber. Oh mein Gott, was? Was? Wie? Versteht? Hilfe! Mann, dieses verdammte Game. Da ist man nur am Rumschreien und Leiden. Hilfe! Bitte! Bitte rettet mich! Bitte! Bitte! Gott, wo bin ich denn eigentlich? Oh Gott, ich bin in der 1. Und keiner von denen ist auf dem Weg zu mir. Wir machen jetzt erstmal den Code. Short sounds represent 0, long sounds represent 1. So, oh Gott, ich bin ganz weit weg. Bin, glaube ich, auch unten.
Kann ich nicht irgendwie dann denen wenigstens zugucken? So, cool, dass man das hier auf der Karte sieht. So, denken Sie, Kugeln werden Sie beeinflussen. Oh, da hat sie mir eine Waffe gefunden. Oh. Das hört sich eventuell nicht gut an. Oh, da ist einer dead. Okay, jetzt müssen sie uns aber holen. Ja, wer ist jetzt gestorben? Noch nicht abgebildet. Easter. Ah, Sterzig ist weg. Ja, da müssen sie uns jetzt wirklich mal holen. Ich glaube, ihr solltet uns mal langsam holen. Ihr seid nur noch zu zweit. So. Maxi will nicht alleine gehen, so. Gießt so, ich will nicht ohne dich. Oh mein Gott. Es kann nicht sein, dass wir jetzt schon sterben. Oh oh. Hallo? Ja, hier. Ich bin tot. Nein, Maxi. Es hängt alles an Maxi. Okay, Maxi, let's go. No, gut, gut. Oh nee, er geht falsch. Maxi, du gehst falsch. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt, ja, nein, ja, sehr gut. Und jetzt schnell hol mich. Maxi! Maxi! Nein, lauf geradeaus weiter runter. Nein, Maxi, runter! Maxi, runter! Was tust du da? Was macht der da? Versteckt er sich? Maxi! Ich komme! Ja! Okay, eine Person habe ich. Ist die einzige, die noch lebt. Ja, deswegen. Wir holen jetzt die anderen beiden. Yeah. Ich hör Kies. Ja. Okay. Ich hab fast in die Hose gemacht. Warum lasst du mich alleine? Es tut mir leid. Kiesi, schrei! Komm mal schreien, bitte! Hilfe, bei mir ist Mark Wahlberg. Und er ist richtig groß. Ich geh Kies schon und Maxi Sterzig sind oben. Wir müssen hoch. Lass mal zusammenbleiben, Maxi. Ja. Wo geht's denn nach oben? Weißt du das? Hier weiter. Ja. Ich habe Angst, auf Karte zu gucken die ganze Zeit. Ich glaube hier. Ja, rechts. Da. Das weiß ich nur, weil es die Map bei Demonologist gab. Oha. Von uns her etwas Vorteil. Okay. Ich hab gehört. Ja, ist okay, gleich hier. Scheiß hier vorne. Hilfe! Wir kommen, wir retten dich. Das schwupp von einer Lady, die aussah wie genugelt. Mann, das höre ich öfter. Glaubst du, wie oft die Polizei bei mir vor der Tür steht? Ja. Ich glaube, Kies war irgendwo hier in die Richtung. Ende der Ruhe. Kies ist auch dead. Was ist denn passiert, während ich weg war? Wir wurden alle angesprochen. Alle gestorben, außer ich. Von meinem Ich im Periodenzustand. Ich bin weggelaufen dann. Okay, okay. Kies ist hier irgendwo und ich habe den Code aufgeschrieben in dem Radio. Wir sind alle zumindest da. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt alle gemeinsam wieder ins Radio. Ja. Ich bin ein Held. Okay, wir gehen hier alle rechts zur Treppe. Hat denn jemand von euch eine Waffe eingesammelt? Nee. Okay, normalerweise in anderen Karten hat man die automatisch. Vielleicht ist es auch eine Karte ohne Waffen. Okay, wir gehen hier runter. Ach Mensch! Du! Nicht das Abspringen, Bruder! Ich glaube, wir müssen eine andere Treppe nehmen. Junge, das ist einfach Gnu gerade. Die auf ihrer Periode sieht halt ist. Sieht wirklich 1:1 aus wie Gnu. Überhaupt nicht. Wirklich. Die sieht aus, als wäre sie totgebotoxt worden, Mann. Jetzt also sagt was. Ihr Lächeln ist normal. Ihr Lächeln ist ehrlich und schön, finde ich. Man fühlt sich einfach direkt. Man fühlt sich direkt wohl. Willkommen. Ey, Vorsicht, hier ist das Kackding an der Wand, ne? Ihr müsst aufpassen. Ja, das wenn sobald es euch hat, kommt sie sofort. Oh oh. Wer wurde gerade angesprochen? Niemand, die escalated gerade. Geht's nicht gut, warum immer ich? Lauf, Kisi, lauf und bring sie nicht mit. Er bringt sie gerade mit. Oh nein, lauft. Kann man dir irgendwie entkommen? Ja, ansprühen. Ich hab nichts mehr zum Sprühen. Hier ist alles was an der Wand. Ich glaube, es ist wieder okay, jetzt wieder beruhigt. Ah, Vorsicht! Wir müssen zu Raum 9, ne? Ja, wo ist der Raum nochmal? Hier, folgt mir, rechts rum jetzt. Uiuiuiui, okay, die kommt aber jetzt gleich, gell? Egal. Ey, aber wir müssen zu dem Raum, es tut mir leid. So, hier lang und dann hier drin. Am besten guckt Kies mal ran, weil Kies hat den Code größtenteils aufgeschrieben. Er beginnt mit einer 8. Ja, Moment, ich muss erstmal die Tafel, ich muss ja zu 11 rüber. Ja.
Vorsicht, die kommt jetzt übrigens hier gleich rein. Das hört sich an, als würde er im Wasser furzen. Nur so ganz softe Fürze. Sterzig! Ja! Oh nein! Was ist Hilfe? Sie kommt jetzt, gell? Das ist gar nicht gut. Oh, die kommt, die kommt! Lauft! Ah! Ist die hier im Arsch? Lauf einfach im Kreis, die lauf einfach im Kreis. Hängt die mir? Doch nicht. Ich glaub, hängt die mir am Arsch? Nein, ich häng die am Arsch, aber okay, sie hängt gut. Mir am Arsch. Egal, wir machen einfach hier. Ich bleib hinter dir. Ja, wo du hinläufst, glaub ich auch hin. Okay, gut. Du spür dich gleich ein, lauf schneller. Kann nicht, oh mein Gott, ich hör sie atmen. Der bin ich. Warte, Glu, wo bist du? Okay, sie hat sich beruhigt, sie ist wieder hier. All good. Wo hast du überhaupt gesehen, dass die Zahl eine 8 ist? Wenn du am Safe bist, links die kleine Skala da. Oder der Plan. Vorsicht, die ist hier im Gang. Okay. Ach guck mal, da oben steht's ja, meine Notiz. Hallo. Ja? Ja. Warte mal. 8, du machst das. 9. Dann habe ich, glaube ich, eine 4 gehört und eine 7. Und? Nee, ist es nicht. Ich hab's beim letzten Mal nicht genau gehört, weil das so chaotisch war. Ihr okay, geht in den Raum, ich lenk die ab, okay? Ich geh hin. Ja. Ich lenk die ab. Hier, Girl. Ich bin einfach umgerannt. Alter, ich bin so ein krasser Gamer. Let's fucking go. Hörst du mich hier, Keys? Ja. Ich führe die jetzt aus. Ja, ja. Ich gucke zu, ich sauke. Die sieht übrigens null ähnlich, nur weil die dunkle Haare hat und helle Augen. Die sieht einfach... Nein. Nein. Das ist einfach nur, was wie eine Frau ist. Nein. Weil hier eine Frau ist, deswegen. Nein. Nee, aber ich finde aber wirklich so von allen so. Nein, doch, überhaupt nicht. Doch, doch. Nein, du stehst ja noch daneben und vergleichst sie so auf. Ja, deswegen ja. Ich gucke die jetzt hin und her. Überhaupt 0,0. Arme, Muskulatur, Schulter. Mm. Hast du nicht auch so ein Kleid? Was ist es? 8, 9? Nur? Nein. Ich kann mich irgendwie erinnern, du hast, glaube ich, mal so ein Kleid, oder nicht? Nein, aber es ist cool. Nee, ich sehe ja leider nur hier die Zahlen. Okay, warte. Ich glaube, sie mag mich mehr als ich. Ich glaube auch. Komm her, Brüderchen. Nee, nee. Gnu hinter dir, pass auf. Oh. Der hat den blutige Arsch. Das könnte ich sein. Also, ne, warte. Freunde, ja, er hat's. Also, dann laufen wir mal an dir vorbei. Das ja. Leute, ich hab die Sicherung. Nice. Ja, wo muss ich jetzt hin? Im Keller. Die Sicherung müssen wir in Raum 17 machen. Und dann müssen wir dann die Leichen scannen. Der war oben, der war hier irgendwo. Raum 17 ist oben. Okay, kommt mit. Wir gehen nach oben. Da, wo es gebrannt hat, irgendwo muss es sein. Ah. Wir gehen nach oben. Ja, da. Weiß zwar gerade nicht, wo die Treppe sind, wir gehen aber nach oben. Okay. Wir laufen einfach, wir finden die schon. Richtig. Und dann müssen wir wahrscheinlich die Leichen sammeln, oder? Genau, und dann müssen wir die da reinpacken. Wir können direkt eine Mitte, aber daraus ein Serum herstellen für die. Okay, wo ist 17? Rechts, glaube ich. Okay, wir gehen rechts rum und dann den Gang runter. Und dann müsste irgendwo die 17 sein. Okay. Ist das Feuer bei dem Feuerding oder war das woanders? Nee, hier noch eins weiter. Ein weiter noch, ja. Ah, okay. Aber das sollten wir auch löschen, ne? Hier rein. Das kann man nicht mehr ganz löschen. Oh, kann ich mich hier hinlegen? Okay, jetzt müssen wir die verstreuten Körper finden und die hier scannen. Ja. Einer war beim Radioraum, das weiß ich. Ich bin immer wieder fasziniert, wie wenig ihr mir zuhört. So, die Erkenntnis gab's vorhin schon, aber hey. Ist das jetzt hier ein kleiner Front? Also, was ja, soll denn das? Ja, das ist ein Front. Ich belebe dich nicht wieder, wenn dir dein Ebenbild dich holt. Jetzt reicht's mir hier. Egal. Okay, findet die kleinen Gnomenleichen. Mhm. Kann man die auch von der Wand kratzen? Das weiß ich nicht. Ist das auf einmal so dunkel geworden? Oh nein, du dumme Drecksau! Hey, läuft doch alles. Hier war Feuer. Und dann hier rein. Und dann nach rechts. Ich weiß. Ich brauche eine Leiche. Leg dich hin, Bruder. Ihr macht das schon, ihr macht das klasse. Ich habe eine Leiche hingelegt. Sehr gut. Okay, kannst du scannen oder brauchst du mich mit der Sicherung? Die löst dich auf, die Leiche. Ja, dann haben wir das vielleicht geschafft, oder? Kennen Sie... Oh, die kommt da vorne. Vorsicht, die kriegt da vorne sterblich. Nein, ich bin Sandgasse! Oh nein! Okay, ich ist ja gerade mit Sterzig beschäftigt, ist ja gut.
mit Maxi meine ich. Alter, es ist doch alles so laut. Hallo, hier im Gang. Hier im Gang, wo? Ich lauf gerade. Warte, wer ist denn? Kies! Kannst du vielleicht gleich noch austauschen? Du kannst mich auch dahin packen. Ich versuche gerade zu uns zu kommen. Die Maschinen und scan dich. Ah, perfekt, so geht's auch. Oh, du hast eine Leiche, geil. Ja, wohin okay, damit? Dann, wo war nochmal der Raum? Komm mit. Ja, komm. Moment, wer hat eine Leiche? Hier, ich. Sind wir gerade oben oder sind wir unten? Komm mit, komm mit, komm mit. Wie stolz. Ich hab auch eine Leiche. Ich hab ne Leiche. Hier hinlegen. Okay, und bam. Nein, 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 weiter jetzt links und dann rechts. Sehr gut, links sehr gut. Und jetzt rechts. Ich glaube unten hier rein. Sind auch noch einige. Hey, ich weiß halt nicht, wie viele. Davon. 17. Ich weiß halt wirklich nicht, wie viele. 17! Nein, 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 das ist der Raum 17. Ah, okay. Wir sind hart stark, wir sind stark, wir sind stark, hinter uns, hinter uns. Oh, scheiße, einer stirbt. Ich glaube ich. Boah, das ist ein Sterzig. Fertig, die Hunde, ich alles gut. Bis gleich. Ich geh mal runter. Ah, ich bin oben. Ah, Glu, hi. Wie witzig, oh. Hallo. Das ist ja. Als hätte ich es gewusst. Ich bin gerade gestorben. So, moin. Alter, wir haben die Aufgabe geschafft mit den Leichen. Wir müssen jetzt zum Kraftwerk. Ah. 4. Okay, wir müssen wieder nach unten. Lass uns geht zum Kraftwerk. Oh, oh, Scheiße. Was hast du gehört? Was hast du lass gehört? Die Treppe, lass aber die müssen wir den Trank nicht erst holen? Kann sein. Das weiß ich nicht. Wir müssen jetzt erstmal die Sicherung, die wir haben, müssen wir jetzt runterbringen. Okay. Dann machen wir das. Auf süß. Auf süß aber. Okay, lass uns erstmal Raum 4 finden. Der müsste bestimmt irgendwo links sein. Das hat mir mein Bauch. Genau, jetzt gerade außen und auf der linken Seite irgendwo. Gleich. Genau, da sein. Ja, das ist er. Das ist Raum 4. Hier rein. Ich kann nur eine Sicherung nehmen, ja. Okay, hier ist noch die andere. Es fehlt noch eine, oder? Eine fehlt noch. Wer hat die? Sicherung fehlt. Ah, hier, oh, warte. Die liegt da, die lag da, die lag da. Okay. Und jetzt an damit. Jetzt geh an. Hab angemacht. Oh, oh. Jetzt können wir sie killen? Oh. Oh. Ja, wo ist denn die Waffen? Holen sie sich Waffen? Okay, wo bist du? Oben, unten? Ich hab keine Ahnung. Ah, hier, ich hab dich. Okay, geil. Bringen Sie die Zylinder in die Nähe der Nester und schießen Sie drauf. Aber ich habe keine Pistole. Sorry. Müssen wir jetzt echt eine Waffe suchen? Oder haben wir eine Waffe? I guess. Nee. Bist du auf dem Inventar? Nee. Nee, Inventar habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Waffe, hallo, bist du? Ich bin ja auch mit einer Pistole gestartet, stimmt, fällt mir auf. Echt jetzt? Nee, also ich jetzt nicht, aber wir haben ja, wir haben eine ausgewählt. Ja, ja. Ah, weird. Guck, wie dieses Herz hier schlägt. Oh mein Gott, ich hasse euch so sehr. Was? Uns? Nein, diese Monster an der Wand. Achso, was hab ich getan? Oh, 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 wo kommt die jetzt her? Vorsicht, die Monster an der Wand. Oh, oh. Ich glaube, einer hat sich wieder Milch. Okay, ich sehe das. Die schrei mal ein bisschen. Hat sie gerade jemand zerrissen? Ich glaube auch. Kannst du sagen, dass das jetzt wahr? Also wir brauchen ja Muni. Also wir brauchen eine Pistole. Aber wo? Ich habe halt Blut gefunden, ne? Ich also auch. Blut liegt hier rum, aber Waffen nicht. Ist es, um sie anzulocken? Ach komm, ihr Säcke. Könnte es sein, dass sie hinter mir ist? Okay, hat sich schon beruhigt. Sehr schön. Sehr schön. So muss es doch sein. Easy? Hat jemand Keystraw schon geholt? Hey, das gibt's doch nicht! Ich kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit diese scheiß Dinger anglotzen muss. Es muss irgendwo hier eine Waffe geben. Ja. Es kann ja wirklich nicht sein. Aber wo? Ich habe eben gerade mal in den Steuerungen geguckt und da stand mit Controller Y. Ich habe meinen Controller angeschlossen, geht auch nicht. Hm. Ach, Kacke, hä? Also irgendwo. Oh Gott, Hilfe! Oh Gott. Also irgendwo muss es ja möglich sein. Wir haben eine Waffe.
Geh mal runter. Jungs! Ja, hallo? Ja! Ja. Sterzig? Sterzig ist gerade auf Solo-Mission. Sterzig? Ja, hi, hi, hi. Was, wo gibt's Waffen? Hast du was gefunden? Nee, ich habe leider überhaupt nichts gefunden. Ich suche aber ganze konnte Zeit. Man nicht hier am Anfang bei Demonologist hier irgendwo eine Waffe bauen? Das war doch hier irgendwo. Ja, aber ist ja ein anderes Game. Aber wir spielen ein anderes Spiel. Ja, aber wenn da schon diese Station war. Ja, nee, das ist ja nur eine Grafik-Asset. Ja, dachte halt. Ist nämlich alles genauso gleich. Wo? Hm. Also wo, ich glaube, dass wir die haben und auf irgendeiner unmöglichen Tastatur. Nö, ich habe eben gerade einen Controller angeschlossen, das ist Y und ich habe da keine Waffe. Anmerkung. Selbstberatung gleich. Also auf Y habe ich halt hier mein. Auf X habe ich halt hier mein. Kuku. Den Feuerlöscher. Ja. Vielleicht muss es das sein, Jungs. Garantiert nicht, weil auf. Ich spiele gerade mit einem Controller und hier ist der Feuerlöscher 1 Pfeil nach oben. Es soll angeblich Y sein, aber es funktioniert nicht. Ah, ich hab mal Feuerlöscher wieder. Schaumparty! Genau! Yeah, jetzt alle ausziehen! Nein. Max, ich glaube, du bist entmutet auf Discord. Man hört dich ein bisschen doppelt. Ja, sorry, ich habe alle Tasten gerade durchgezogen. Also. Was kann man da zum Beispiel auch mit diesen Gasflaschen machen? Also, ich glaube, die ist dazu da, da kann man dann raufschießen und das explodiert und dann hat die Damage. Ich glaube, irgendwas ist eklig verbuggt und wir haben halt keine Waffen so. Ja, wir müssen doch wir müssen jetzt doch erstmal die Aufgabe erledigen, die hier ist. Bringen Sie die Zylinder in die Nähe der Nester. Das sind die, wo das Herz so schlägt. Okay, okay, ja. Oh wei. Ich hab sie wieder ruhig gestellt mit ordentlich Feuerlöscher. Schaumparty! Was hat jemand hungrig, wirklich? Hey, sieht überhaupt nicht aus wie ich, Leute, wirklich. Das ist echt eine Beleidigung. Nein! Feueralarm! Du holst sie aber auch gar nicht, ne? Oh! Guck mal, Maxi hat sogar eine Waffe im Halfter. Hab ich? Ja! Ja! Ich krieg die aber nicht raus. Die hängt fester. Okay, meine Idee ist, wir versuchen die Aufgabe erstmal zu erledigen. Liegst du? Oh, shit. Ja, ich lieg irgendwo hier. Okay, irgendwo hier ist nicht gut. Okay. Warte, hier liegt irgendwo Kies. Kies. Warte, ich guck kurz. Hallo. Ich bin hier. Warte, komm. Ich weiß nicht, hier. Wo. Moin. Ach, du bist oben, Kies. Ich habe eben gerade im Internet geguckt, ob es irgendwo jemanden gibt, der das schon gespielt hat und ich finde dazu nichts. Aber ich bin davon überzeugt, dass man die Waffe von Anfang an hat. Oh, glaubst du, das ist ein Bug? Hallo. Ich will es nicht beschwören, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich bin irgendwo auch oben in den Start gegangen. Ich hab nicht Ich hol Kiesi. Nur ich hab da so einen Blutbeutel gefunden. Ja, ich hab auch einen gehabt. Ich glaube langsam ist es... Nein. Also ich glaube auch tatsächlich, es könnte ein Bug sein. Nein. Also ich habe jetzt schon versucht, ein paar Zylinder neben die Nester zu stellen. Got the keys. Das ist wahrscheinlich ein Bug. Haben wir wieder Glück. Ja, aber wirklich. Aber ich glaube, das Spiel ist auch besser ohne Ingame-Voice, weil du halt schnell den anderen verlierst, finde ich. Und du musst hier voll viel absprechen. Shit. Ein bisschen zum Charme des Spiels, muss ich sagen. Könnte sein, dass ich jetzt sterbe, ich versuche dich wieder zu leben. Ja, aber es fehlt dann sowas wie ein Walkie-Talkie. Das stimmt. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen das Walkie-Talkie. Ey, mir fehlt tatsächlich eine schöne M9, die man so aus seinem Holster zieht und richtig schön in die Fresse von Gnus Ebenbild schießt. You are ball on the game. Das fehlt mir. Ja, meint ihr, wir sollen nochmal neu starten, oder? Ja, die Zeit ist aber dann das Problem. Wird schon wieder geholt. Gibt's nicht.
Was machen wir jetzt? Ja, die Blutmunition, die sind 7 und Flugogramm erhalten. Das haben wir ja. Ja, also wir brauchen halt die Waffe. Ja, kann doch nicht sein. Blutmunition. Also ich finde keinen Guide oder sonst irgendwas. Ich habe ein bisschen geguckt. Also du findest halt einfach nichts. Ich bin wieder an derselben Stelle oben, by the way. Ah. Ja, ich komme mal hoch. Okay. Ja, also wir müssen jetzt ja bald auch mal eine Entscheidung treffen. Ja, dann lassen starten wir neu. Lassen wir uns einfach von Gnus, ne, vernaschen oder lassen wir's? Ja, wir vernaschen, dann sehen wir das schlechte Ende. Na gut, dann let's nasch. Wenn man rund geht eigentlich. Ah, oh, nevermind. Okay, ich lass mich jetzt vernaschen. Ja, brauch ich auch Kies gar nicht mehr holen, oder? Was das für Geräusche macht. Ih, das macht er grunzen. Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe, verdammt! Das grunzt wie so ein Schweinchen. Lass sie in Ruhe! Lass sie in Ruhe! Boah, ich ertrag das nicht. Das grunzt mich so richtig disgusting an. Toll, jetzt ist gar nichts passiert, ne? Jetzt wollte ich's und dann... Sind jetzt alle tot? Nö. Nicht wirklich, aber wir sind dabei jetzt gerade. Ich muss erstmal die Tante finden hier. Einfach dich anspringen lassen, so jetzt. So, Girl. Komm und hol mich. Hey, Kies, ich wollte mich zuerst anspringen lassen. Nicht so aggro, Girl. Komm schon, hol mich. Ey, das ist so gruselig. Wenn du mich nochmal mit der vergleichst, bin ich sauer. So, weggefegt. Weggesnackt. Ja. Jetzt sind wir gleich alle dead. Wer fehlt denn jetzt noch? Ich bin tot. Ich auch. Ich bin tot. Ey, sind wir alle tot? Okay. Oh. Ah. Oh. Hm? Ja. Zwei Daumen hoch. Gnu! Chased by Gnu heißt das Spiel eigentlich. Ja, super. Wehe, wir starten das Game jetzt und haben die Kackwaffe, dann drehe ich durch. Ich habe mich mal hier entmutet. Weitermachen. Yes. Same. Ich hoffe, man hört mich nicht doppelt. Dafür gibt's was an Erfahrungspunkte? Fast nichts. Ne? Doch, ich bin ein bisschen gelevelt. Ich bin jetzt eben Level 10. Level 2! So, hier ist auch die Kackwaffe. Ja. Ja, die Kackwaffe ist eigentlich da. Ne? Wollen wir einfach nochmal neu starten und gucken, was passiert? Ja. Ja. Und bereit. Einfach mal kurz ausprobieren. Ja. Kies wieder so den Schwitzer-Hintergrund. Ja, ich habe jetzt hier auch schon die dritte Waffe. Ich habe jetzt schon so ein Maschinengewehr oder sowas. So. Ich bin ein alter ESL, Chase by Darkness Spieler. Na, das habe ich schon gemerkt, ne? Kies hat alles gespielt. Das Krasse ist, da gibt's ja irgendwie Level 60 oder 70. Wer spielt denn so lang das Spiel? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dieser Stuhl, der sich einfach bewegt, da sitzt ja, niemand. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Kannst du was springen? Nee. Du kannst das, sie ist Host. You're on your way to your greatest challenge. Possibly you are not yet prepared for what's to come. So. So the Greater Council decided to release some mental ties. Nee, ich kann's doch warten. Oh, dauert es ewig. So. Oh, wir haben keine Waffe. Hä? Nee. Wo kriegt man dann die scheiß Waffe? Also wir haben ja legit alles abgesucht nach einer Waffe. Wir müssen ja auch vor allem 4 Stück finden für uns. Und hier liegt überall Munition und so. Und du hast sie auch an deinem Dings dran. Wir haben alle eine Waffe an unserem. Nee, wir nicht. Ey, ihr nicht. Der Military-Typ. Ha. Wo soll die denn aber sein? Wir waren doch jetzt wirklich... Gibt's hier irgendwo was wie eine Waffenkammer? Radio? Sicher? Archiv? Das ist eine sehr gute Frage. Westernzimmer? Hier ist nichts. Haupthalle? Orthopädie? Radioraum? Labor? Keine Ahnung. Also bevor wir jetzt nochmal die ganze Zeit suchen. Würde ich sagen, dass die Community uns sagt, wo wir das finden und dann kommen wir wieder zurück und reißen mir den Arsch auf. Und zwar voller Gewalt. Und zwar mit Blutpatronen.
Mit Hobby. Ja, wild. Ja. Ja, krass, aber auf Y soll dann die Waffe sein, ne? Okay, weird. Nee, auf meinem Controller ist es Y, aber da geht nichts. Ich klicke jetzt hier nochmal alles durch. Kann nicht sein. Ach, man kann sich sogar ducken. Ja, ja. Steuerung. Ja, stimmt, aber die zeigen nur Controller. Ja, die zeigen nur Controller. Deswegen habe ich Controller angeschlossen, Y gedrückt und nichts passiert. Ich finde aber auch nichts. Niemand hat das Update gespielt. Mm-mm. Na gut. Na gut, dann lass es. It is what it is, aber wir werden es rausfinden und dann kommen wir zurück. Und dann werden wir... Ich werde es rausfinden. Ich werde forschen. Ja, aber ich will, dass wir das zusammenspielen dann. Ach, ja, dann lass uns doch nochmal alle vernaschen lassen hier. Guck mal, ich komme doch da vorne gerade. Da. Oh. Nein, ich wollte zuerst. Das war Gnus Outro. Jetzt kommt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Yeah. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wir werden es rausfinden. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wir glauben, es ist ein Bug, aber war nice. Und wenn ihr diese Konstellation feiert, dann empfehlt uns doch gerne weitere Games. Und wir sehen uns in den nächsten Videos.